Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt warten wir kurz, bis die Roller entbunden sind. Ja. Wir hatten spontan die Idee, jetzt ein Video zu drehen, ne? Und wie heißt das Video, Bianca? Das Video heißt, eine der beiden Fragen musst du beantworten. Ja, vielleicht wäre das ein bisschen spannender. Also, ihr habt uns so krass peinliche und unangebrachte Fragen gefragt und die Mona ist die alle durchgegangen und hat sich immer zwei Fragen rausgepickt und die gegeneinander gestellt. Die habe ich hier in der Hand. Genau, Julian hat sie in der Hand, wir werden die jetzt gleich durchlesen und wir müssen uns immer von zwei für eine Frage entscheiden, die wir beantworten müssen, egal wie unangenehm die beiden Fragen sind. Die hätte man mal saugen sollen. Ich habe doch so eine Staubmilbenallergie. Ihr könnt sehr gerne jetzt auch in unserer neuen Podcast-Folge vorbeischauen, denn dort geht das Spiel quasi weiter und wir werden noch mehr dieser unangenehmen Fragen beantworten. Richtig. So, lass jetzt mal starten, bevor die denken, böse. Leg ganz oben in den Infobox, los geht's. Wie viel Geld gebt ihr im Monat für Essen aus? Oder wie viel Geld kosten eure Autos im Monat? Also ich muss sagen, es ist, glaube ich, voll schwer zu beantworten, weil das ja auch immer mega unterschiedlich ist, oder? Ja, kommt ja auch darauf an, ob ich eine Vorspeise esse oder nicht. Also, dann sagen wir Autos. Wir haben zwei Autos. Wir zahlen für beide Autos zusammen 3.300 Euro. Jetzt ist es mir ein bisschen unangenehmer, als ich eben gedacht habe, das Spiel. Wann hast du das letzte Mal groß gemacht? Das kann ich euch sagen. Oder? Muss nicht sein. Oder hast du schon mal im Freien groß gemacht? Ich würde mich für die zweite entscheiden, weil ich da eine ganz klare Antwort habe. Sollen wir lieber die erste machen? Ich würde mich für die erste entscheiden. Okay, dann entscheiden wir uns lieber für die erste. Heute. Ja, heute Morgen. Heute eben im Rose, oder? Echt jetzt? Oh Gott. Was ist deine Lieblings-Sexstellung? Oh nein. Habt ihr Sexspielzeug in eurer Nachtkommode? Wenn ja, welches? Wir haben einmal ein Video gedreht auf unserem Bett und dann lag irgendein Ding im Hintergrund. Es sah aus wie ein Dildo. Dann haben alle gedacht, das wäre irgendwie ein Spielzeug. Okay, also entscheiden wir uns für die zweite Frage. Ja, natürlich. Besitzen wir nicht. Ja, haben wir nicht. Wer ist unhygienischer? Ja. Versus was ist der größte Abtörner am anderen? Ja, unhygienischer ist ja voll die schwammige Frage. Ja, dann nehmen schwammig. Wir die. Ich würde sagen, ich gehe seltener duschen als du. Dafür putze ich mir öfter die Zähne als du. Können wir so unterschreiben, oder? Du gehst doch jeden Tag duschen. Ich gehe auch manchmal jeden zweiten Tag nur duschen. Ich gehe auch nicht jeden Tag unbedingt duschen. Okay, dann bin einfach ich hygienischer. Nee, ich bin hygienischer. Gefällt mir okay. Gut. Welchen Influencer kannst du gar nicht leiden? Oder habt ihr manchmal keinen Bock, Fotos mit Zuschauern zu machen? Ach, Mona. Nehmen wir mit den Zuschauern, oder? Ja. Ach, es gibt immer mal einen Moment, wo man keine Lust hat. Es kommt ja auch immer auf die Zuschauer drauf an, ne? Wenn dann halt eine Gruppe von Leuten kommt, die nicht so sympathisch sind, einfach einen auf den Sack gehen. Und du genau weißt, das sind die, die nachher das Bild hochladen und drunter schreiben, guck mal, wer ein Foto mit mir wollte. Was ist das schönste Körperteil am anderen? Also das ist doch eigentlich gar nicht unangenehm, oder? Sind dir die Kinder wichtiger als dein Partner? Ist mir egal, was du antworten. Ist mir auch egal. Dann würde ich sagen, ob die Kinder wichtiger als der Partner sind. Also ich finde das eine sehr schwierige Frage. Klar ist sie schwierig, aber die Kinder sind halt, nachdem die Kinder in unserem Leben sind, ist halt das Wichtigste. Die Kinder sind das Wichtigste, das stimmt. Das kann mit nichts mithalten. Und ich glaube, da wir das beide so sehen, sind wir auch damit einverstanden, dass wir das so beantworten, oder? Wer lügt am meisten? Oh. Oder nenne einen peinlichen Spitznamen, den ihr euch so gebt. Das zweite ist langweilig, weil wir eigentlich keine haben, oder? Das stimmt. Okay, wer lügt am meisten? Das bin ich. Echt? Lügst du mich oft an? Ach so, ich dachte, das wäre jetzt so allgemein bezogen. Ich erkläre euch das mal kurz. Wenn ich in so einer Telefonhotline bin und mich ansagst, so ja, dann sagt die Person auf der anderen Leitung, das geht leider nicht. Dann meine ich so, ich habe leider mit ihrer Kollegin, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, gerade eben gesprochen. Sie hatte mir das schon zugesagt. Ach, wirklich? Ja, tatsächlich. Die ist aber im Urlaub. Ja, ich hatte mit der Vertretung gesprochen. Ich lüge mich komplett durch und am Ende klappt es immer. Seid ihr schon mal beim Sex erwischt worden? Oder hast du schon mal Nacktbilder versendet? Wenn ja, an wen? Das zweite, ja. Nee, ich habe noch nie Nacktbilder versendet. Nee, niemals. Da,
Also, Junge, wenn das, wenn, oh nee. Hast du schon mal in deinen eigenen Pool gepinkelt? Nee. Sehr interessante Frage. Oder macht ihr euer großes Geschäft voreinander? Hast du schon mal da reingepinkelt? Nee, ganz sicher nicht. Nee, ich habe auch noch nie reingepinkelt. Hast du mal nachgedacht? Ich habe bestimmt schon mal in einem Pool gepinkelt, ja, aber nicht in unserem Pool. In unserem Pool habe ich auch nicht gepinkelt. Ich hoffe, unsere Gäste pinkeln da nicht rein. Das sage ich denen auch immer. Ich sage jedem immer so, ihr könnt in unserem Pool, aber ich möchte nicht, dass ihr da reinpinkelt. Wirklich. Und dann gucke ich dir immer so ganz tief in die Augen. Dann haben wir so eine ganz unangenehme Situation und dann traut sich keiner mehr. Wie viel Geld habt ihr letzten Monat verdient versus hast du schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Ja, okay, ich kann ja auf jeden Fall schon mal keinen Orgasmus vortäuschen, oder? Also ich habe auch noch nie einen Orgasmus vorgetäuscht, aber rein theoretisch können Männer das schon, ne? Männer? Wenn man zum Beispiel mit Kondom Sex hat und dann macht man so sneaky peeky schnell weg einen auf. Okay, also dieses sneaky peeky schnell weg habe ich noch nie gemacht. Okay. Die größte Summe, die ihr jemals auf einmal gespendet habt, oder was war euer bestbezahltester YouTube-Monat? Ja, Heidewitzka, die sind ja beide kacke. Also ich würde das erste nehmen. Ja, eigentlich, ich hasse wirklich so Franken, das ist so unnötig, sowas zu sagen. Es ist auch wirklich einfach nicht cool, dieses Spenden an sich dazu sagen, hier auch Leute, manchmal wirklich Social Media ganz krass, bekommen teilweise Nachrichten, du hast ja dazu noch nichts gesagt, warum spendest du nichts? So genau. Ich muss das sagen, damit ich es gespendet habe. Oder ich habe als jetzt dieses Hochwasser, diese Hochwasserkatastrophe war, habe ich doch auch was gepostet. Da kamen auch so viele Nachrichten dazu. Mhm. Warum rufst du auf, dass wir spenden sollen? Du hast doch so viel Geld, spend doch selber. Ja, woher willst du denn wissen, ob ich gespendet habe? Außen haben wir sehr, sehr viel Geld für diese Hochwasserkatastrophe auch sammeln können, was sehr, sehr cool ist. Und wir können bestimmt auch noch was unten verlinken. Das können wir auch machen, ja. Das waren 50.000 Euro. Also die private Spende. 55.000. Stimmt, einmal haben wir 55.000 gespendet. Und mit Bilou haben wir einmal 40.000 gespendet. Ich glaube, das waren so die höchsten Beträge, die wir auf einmal gespendet haben, aber die halt wirklich absolut einfach nichts zu sagen haben, weil es halt einfach nur darauf ankommt, irgendwie überhaupt was zu machen. Erstens das und zweitens muss man es einfach nicht öffentlich machen, finde ich. Haben wir jetzt trotzdem, weil wir die andere Frage nicht beantworten wollen. Habt ihr manchmal keinen Bock mehr auf YouTube versus hast du schon mal einen Zuschauer beleidigt? Oh, beide gut. Also es hätte schon viele Situationen gegeben, wo es angebracht gewesen wäre. Ja, 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 auf jeden Fall. Wir versuchen uns immer sehr zurückzuhalten, aber ganz sicher ist uns schon mal ein blöder Spruch rausgekommen. Ja, also wirklich, wir würden niemals die Ersten sein, die irgendwann sagen, boah ey, fuck mich jetzt nicht ab oder so, aber wir haben bestimmt mal, mal reagiert mit Sicherheit. Ja, okay. Nenne euren Kontostand. Okay, was kommt auf der anderen Seite? Wie viel Geld, perfekt, habt ihr diesen Monat mit Krypto verdient? Also, machen wir auf jeden Fall die zweite Frage bitte. Und die muss der Jula beantworten. Ja, toll. Das heißt, es ist nur mein Überblick. Jula ist der Krypto-Master bei uns. Ja. Ah, mein Bein ist eingeschlagen. Dieser Monat lief tatsächlich nicht so gut. Muss ich gestehen. Obwohl, ich wirklich, habe ich dir gestern gesagt, ich habe gestern 14.000 oder 15.000 Euro plus gemacht. Ja. Und vorgestern 14.000 oder 15.000 minus. Das ist mega ausgeglichen. Das ist halt wirklich, ich würde sagen, dass ich leicht im Plus drin. 2.000, 3.000, 4.000 diesen Monat. Würdest du dich sterilisieren lassen oder wie würdet ihr euer drittes Kind nennen? Euer drittes Kind den Namen, oder? Okay, wenn du deinen Namen hast, dann mach aber, hast du einen Namen? Dann sag still, ob du dich sterilisieren lässt. Nein, mach wie würden wir unser drittes Kind nennen? Also ich hab dir schon mal gesagt, wenn es ein Junge wird, fände ich den Namen Luca mega süß. Ja, und wenn es ein Mädchen wird, will ich es gerne Lizzie nennen. Lizzie ist auch süß, ja. Cool, jetzt haben wir unseren Namen geliebt. Ja, aber wir möchten kein drittes Kind aktuell. Das ist aktuell echt, nicht, das ist, nein. Das wir sind gut ausgelastet, das reicht. Das ist zu viel. Wie viel hat euer Haus gekostet versus hast du schon mal eine andere Droge außer Alkohol ausprobiert? Ja. Wie ist das so mit den Drogen, Julia? Die Droge erzählen wir doch dann, ja, oder? Also Alkohol haben wir konsumiert schon in unserem Leben. An einem Joint haben wir auch schon mal gezogen. Ja, aber das haben wir auch wirklich nur einmal ausprobiert oder zweimal und dann ja, zwei, dreimal. Was aber, ja, null, das war's. Wo wir abhängig von wurden.
So, Leute. Da waren schon sehr, sehr unangenehme und private Fragen dabei, aber... Es sind sogar noch ein paar übrig. Es sind noch ein paar übrig und wir haben ja sogar noch einen Zettel, denn es geht jetzt weiter in unserer Podcast-Folge. Echt jetzt? Ja. Sollen wir noch eine Frage mitnehmen nach drüben, dass die direkt sehen können, dass wir auch nicht lügen? Okay. So, Leute, jetzt sitzen wir im Podcast-Studio. Wir nehmen jetzt sofort im Anschluss den Podcast auf. Den Anfang bekommt ihr jetzt hier am Ende des Videos noch mit, aber ich verabschiede mich schon mal von euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich finde sowas ja immer sehr amüsant, gerade bei anderen Leuten zu sehen, nicht? Danke an die Mona. Die das ganze Projekt möglich gemacht hat. Danke. Und ihr findet Judas Video in der Infobox und natürlich diese Podcast-Folge, die wir jetzt aufnehmen. Und da geht es jetzt weiter. Also hört mal kurz rein. Viel Spaß und bis gleich. Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge bei... Ich grüße euch, das ist ja Klaassen. Korrekt, hätten wir fast vergessen den Namen zu sagen. Beinahe. Wir haben heute eine besondere Situation, denn wir haben gerade die Kamera vor uns auch aufgebaut, ne Julian? Stimmt, weil viele auch gefragt haben, wie sitzt ihr denn da so, was geht denn da so ab? Wie viel Geld bekommt ihr für eine Instagram-Story? Okay. Oder okay. Wann hattet ihr das letzte Mal Sex? Aber Instagram-Story kannst du doch praktisch, wenn du ein Fuchs bist, auch rauskriegen irgendwie. Ja, ich will Sex nicht. Da muss schon ganz übler Fuchs sein, wenn du das rauskriegen willst. Oh Gott. So ein Stalker-Fuchs. Also, wenn ihr die Frage, die Antwort hören möchtet, dann schaltet doch einfach in unserem Podcast vorbei, ja? Tschüss. Tschüss.